Hallo Tropenhausfreunde, willkommen zu einem neuen Beitrag von uns aus dem Tropenhaus. Um was wird es heute gehen? Heute beschäftigen wir uns mit den echten Guaven, werden auch mal ein paar Früchte aufschneiden und geben euch noch ein paar Tipps, wie ihr die ganz einfach daheim anbauen könnt. Viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt sind wir bei unseren, ja, ich nenne es jetzt mal Schnittversuchen in der Erdkultur, was wir mit den echten Guaven gemacht haben. Erdbeerguaven, Limettenguaven, das haben wir euch ja alles schon gezeigt. Heute ist das Thema wirklich über die echte Guave. Und wir laufen jetzt da mal durch und dann werdet ihr auch sehen, wie jetzt zum Beispiel der Altbestand hier unten ist relativ satt grün. Hier oben, die von 2020, wo wir ja auch schon mehrfach geschnitten haben, schauen manche nicht so vital aus. Hat einfach den Grund, wir haben jetzt hier einfach mit dem Dünger gespielt. Also wir haben versucht, was ist das Optimum an Düngereinsatz, sind auch ziemlich tief gefahren. Manche haben wir ein bisschen übertrieben, manche sind wir jetzt wirklich beim Optimum. Und deswegen, wenn ihr jetzt mal welche seht, wo ihr sagt, oh, wie die hier jetzt zum Beispiel, hat einen Anteil große braune Blätter drin, da denkt jeder, oh, die ist euch jetzt wie krank. Nein, das ist einfach nur das Laub vom letzten Jahr. Und das hat die Pflanze einfach nicht geworfen, was er normalerweise bei uns im Winter immer macht, dass die wirklich mal eine massive Teilentlaubung von 75% macht aufgrund vom Lichtmangel, hat die behalten, um einfach noch die Photosynthese und alles zu gewährleisten. Und jetzt fängt sie erst an, die zu schmeißen. Und jetzt kommt hier auch endlich der Neuaustrieb. Also so hat es jetzt nur einen Kronenneuaustrieb gemacht, aber nicht in die Seitenverzweigung. Also die ersten zwei sind so ein Beispiel, da haben wir ziemlich wenig gedüngt. Und jetzt laufen wir noch hinten und zeige ich euch die, wo schon wesentlich besser aussehen. Also wenn man schon ab hier schaut, zwar wenig Seitenverzweigung, das haben wir jetzt auch durch einen Schnitt gemacht, aber relativ viel Früchte dran. Die Früchte sind aber jetzt von der Verhältnismäßigkeit gegenüber unserem Altbestand kleiner, hängt aber auch da damit zusammen, dass da einfach echt eine Masse dranhängt für die kleine Pflanze. Und je weiter wir noch hinten gehen, wird auch der Austrieb immer mehr, weil einfach mehr Düngergaben kamen. Und hier haben wir zum Beispiel eine, die wunderschön ist, vom Spindelwuchs her, auch mit dem Ertrag. Die sind auch relativ, werden die relativ gut von der Größe her. Also da sind wir zufrieden. Und wenn wir jetzt nach unten schauen, das ist eigentlich ohne Altbestand, den wir mal rigoros letztes Jahr komplett auf Altholz geschnitten haben. Und das, was ihr da seht, das ist alles der Neuaustrieb vom letzten Jahr und von diesem Jahr. Und so wollen wir die eigentlich in Zukunft auch haben. Was gibt es vielleicht Interessantes zur Guave von der Geschichte her zu erzählen? Die Guave als Frucht, die erinnert uns jetzt vom Aussehen her ziemlich an Quitte oder an einen Apfel, ist auch jetzt kein schlechter Vergleich, weil küchenmäßig könnt ihr die genauso verwenden wie jetzt Quitte oder ein Apfel. Also alles, was ihr mit der Quitte und der Apfel, mit dem Apfel macht, könnt ihr genauso mit der Guave machen. Besonderes ist an der Guave, es ist eine Beerenfrucht. Also das glaubt man gar nicht, aber das ist eine Beere. Da hinten sehe ich gerade, ist auch untypisch für die Jahreszeit, da haben wir gerade eine schöne Blüte. Also so sieht die Blütenanlage von der Guave an. Ob wir die jetzt natürlich durchbekommen, wenn wir jetzt in den Winter reingehen mit dem Lichtmangel, das kann ich nicht versprechen. Aber so ist jetzt klassischerweise die Blüte von der Guave. Und was man jetzt schön hier sieht, die blüht am Neuaustrieb. Also das heißt, die Guave blüht immer am einjährigen Holz am meisten. Also das heißt, die ist absolut schnittverträglich. Die könnt ihr, wenn ihr welche daheim habt oder euch welche anschaffen wollt, wirklich mal schön in die Richtung schneiden, wie ihr wollt. Ihr braucht bloß immer lange, runterhängende Äste. Und hier jetzt an dem Neuaustrieb haben wir zum Beispiel drei Blüten. Und wie es aussieht, kommt jetzt auch danach keine Blüte mehr. Und jetzt könnte man rein theoretisch sagen, okay, ich pinziere vorne die Spitze. Also ich habe das jetzt weggemacht, es kommt keine Blüte mehr. Und somit spare ich Länge für die Zukunft, weil im Frühjahr müsste ich ja wieder ins Altholz reinschneiden, um wieder eine neue Blüte zu kriegen. Verbreitungsgebiet von der Guave haben wir eigentlich klassischerweise mittlerweile überall im tropischen Bereich. Also das heißt, von Südamerika bis rüber auf Asien finden wir Guaven, wo halt natürlich auch Länder abhängig, die Sorten ein bisschen spezifischer sind. Was wir hier zum Beispiel auch schön sehen, Hauptschädling ist eigentlich bei der Guave die Woll- und Schmierlaus. Oder auch Deckelschildläuse haben wir dieses Jahr ein bisschen. Also Deckelschildläuse kann ich mal hier abmachen.
Das ist jetzt aber kein Schädling, sondern das ist ein Nützling. Und der ist wahrscheinlich auch, ja, der ist geschlüpft. Das ist die Larve vom australischen Marienkäfer. Das heißt, das ist wie bei dem Film Alien. Sie verschließt sich praktisch in einen wollausähnlichen Körper und dann platzt sie oben raus und ist dann ein fertiger australischer Marienkäfer. Hier haben wir jetzt aber einen Schädling, der ist relativ schwierig zu bekämpfen. Das ist eine Deckelschildlaus. Also die lebt unter diesen Deckeln. Die Deckel sind aber schon braun, das heißt, das hat schon jetzt jemand die ausgesaugt. Ne? Also wie schon gesagt, bei Guaven relativ einfach. Woll- und Schmierläuse und Deckelschildläuse ist eigentlich das Schlimmste, aber die lassen sich ja relativ leicht biologisch daheim bekämpfen, selbst im Wintergarten und Co. Was das Schöne ist hier bei der Guave, hier sind wir nicht so luftfeuchte abhängig wie bei anderen Kulturen. Problem ist immer bei der Luftfeuchte natürlich, Nützlinge arbeiten eigentlich erst so richtig gut ab 60%. Aber habt ihr daheim zum Beispiel Räumlichkeiten oder einen Wintergarten, das ist uns dieses Jahr zum Beispiel passiert mit dem heißen Sommer, wo uns regelrecht die Luftfeuchte teilweise auf 40-30% runtergesaust ist, wo wir dann massiv besprühen oder benebeln mussten, dass wir da wieder rangekommen sind. Das steckt die Guave gut weg. Bei anderen Pflanzen schaut es wieder ein wenig anders aus, wie jetzt zum Beispiel Maracuja, Papaya, Sternfrucht, die möchten eigentlich schon höhere Luftfeuchtewerte, sagen wir so. Wenn wir jetzt weitergehen, sehen wir im Hintergrund Guaven, die relativ hoch sind. Das ist eine rotfleischige Sorte, die kriegt auch eine leicht rötliche Schale. Das sind unsere absoluten Sorgenkinder. Also die Sorte, die macht bei uns nur Wasserschüsse, wo wir jetzt schon versucht haben, mit Gewichte runterzubinden und so. Und die werden wir jetzt nächstes Jahr einmal komplett wieder auf den Stock setzen, dass das im Endeffekt so wie hier wird. Also du hast praktisch einen großen Baum, der schirmähnlich ist. Und du holst ihn immer wieder runter, dass der viele Neuaustriebe im Frühjahr macht. Und wenn man auch reinschaut, die verteilen sich wirklich, wo die ganzen Früchte hier schön drunter. Guave kriegen wir wirklich, wo mit der Papaya und der Sternfrucht ziemlich gut hin. Was wir hier auch schön sehen am Stamm, die Rinde. Also das würde ich auch raten, wenn man die daheim hat, wenn sich das löst, immer regelmäßig mal die Rinde abzustreifen, weil das ist ein absolutes Versteck für Schädlinge und gerade für Lausarten. Und dann hat man eigentlich einen richtig schönen, glatten Stamm. Und zur Rinde gibt es was ganz Tolles zu erzählen. Da sind unheimlich viel Tannine, also Gerbstoffe drin. Und es wird zum Beispiel in manchen tropischen Ländern als Gerbmittel verwendet. Also es wird eingeweicht, dass die Tannine sich lösen und dann wird es als Gerbmittel genommen. Mit volksmedizinisch wird der Guave auch nachgesagt in manchen Ländern. Die machen eine Teezubereitung eben aus diesen Rindenstücken oder eben aus den frischen Blättern. Das soll dann gegen Durchfall und Co. sein. Und in China sind sie total verrückt. In China gibt es eine malaiische Gespenstschrecke, die isst unheimlich gern eben diese Blätter. Und die Chinesen, wir wissen ja, dass die alle ein bisschen verrückt sind, sammeln praktisch den Kot dieser Gespenstschrecke auf. Das sind lauter kleine Kugeln. Und die Kugeln weichen sie später in Wasser auf und trinken das, weil das angeblich für den Körper entreinigend sein soll. Kann man machen, muss man aber nicht, aber da hat ja China seine eigene Volksmedizin. So, das war es jetzt eigentlich erstmal so vom Aufbau her. Wenn ihr das daheim machen wollt, im Kübel funktioniert übrigens wunderbar, haben wir es auch schon gemacht, oder wir haben welche im Kübel stehen. Ihr braucht eigentlich einen schönen, fetten, aber durchlässigen Boden. Das heißt, ihr bringt mindestens euch jetzt wie so, ja, 25-30% euch jetzt wie einen mineralischen oder einen Steinanteil mit ein. Das kann Lavasplit sein, das kann Bleton sein und Co., dass er einfach luftig ist. Überwintern ist auch kein Thema. 10 Grad überlebt die locker, also ist es eigentlich für einen Anfänger keine schlechte Pflanze. Und im Sommer dann einfach rausstellen, das macht die alles wunderbar mit. Und wie schon gesagt, düngen, einen ganz normalen Volldünger während einem Austrieb. Da könnt ihr einen Blumenflüssigdünger und Co. nehmen. Das müsst ihr ja nicht so riesen experimentell machen. Aber wenn ihr einen ausgewogenen Flüssigdünger mit einem NPK-Verhältnis habt, ist das eigentlich eine Top-Anfängerpflanze. Ja? So, und jetzt gehen wir mal zu den Früchten. So, jetzt haben wir mal eine reife Guave. Die Guave als
Pflanze oder als Frucht, kann man auch sagen, die ist verwandt mit der Surinamkirsche. Surinamkirschen haben wir auch. Oder viele kennen vielleicht diese Ananas-Guave oder Feijoa, wo aus Brasilien kommt. Die haben wir im Besucherhaus stehen. Da haben wir zwar wunderbar Blüten, aber noch nie so richtig ordentlich Früchte bekommen wie bei den echten Guaven. Und die Frucht an sich, wie schon erzählt, könnt ihr eigentlich für alles verwenden, wo ihr Apfel und Quitte verwendet. Also das heißt, ihr könnt sie jetzt als rohe Frucht essen. Ihr könnt das Gelee kochen, was zum Beispiel in Südamerika unheimlich beliebt ist. Gelee, also dieses Guavengelee mit Weichkäse. Ihr könnt die pürieren, könnt die dann zu Joghurt und Co. geben. Oder was natürlich die meisten wahrscheinlich Guave kennen, ist als Nektar, was in vielen Fruchtsaftmischungen mit drin ist. Und die Guave, das ist zum Beispiel eine, die ist innen drin rot. Ne? Also die ist reif, wenn er schon ranlangt und merkt, oh ja, die gibt schön nach, die darf aber nicht zu weich sein. Und meistens riecht die Schale schon massiv von außen. So, wenn wir uns das jetzt hier angucken bei der, das ist zum Beispiel eine schöne Sorte, die viel Fruchtfleisch hat. Sehen wir hier. Also sehr viel Fruchtfleisch und wenig Kerne. Das ist nämlich ein bisschen das Problem bei der Guave, ist das Kerngehäuse. Und bei manchen Sorten ist es halt immens. Ich mache das mal kurz raus. Also um Gottes Willen, das kommt mit Essen. Aber die Kerne sind wie Kiesel. Also echt massiv. Ich kratze die mal raus, dass ich mir keine Füllung rausbeiße. Das müsst ihr aber nicht wegschmeißen. Das könnt ihr alles mal, wenn ihr daheim eine Flotte Lotte oder sowas habt, einfach rauspürieren. Und dann ist die eigentlich genauso schnittfest wie ein Apfel. Ne? Geschmacklich. Hat so einen guten Säuregrad. Also man merkt es schon, ist vergleichbar mit einem grünen Apfel, würde ich fast sagen. Aber im Hintergrund hast du halt einen ganz weichen, ist auch mal Birnenquitten-ähnlichen Geschmack. Und die Fruchtschale an sich ist relativ ledrig. Die wird aber auch in Asien zum Beispiel kleingeschnitten und kommt mit ins Chutney rein. Also die machen auch aus solchen Früchten Chutney. Und dann wird das gewaschene, die gewaschene Schale praktisch ganz fein mit reingemacht und kommt ins Chutney mit rein. So, jetzt nehmen wir die nächste. Das sehen wir ja schon, hat eine ganz andere Außenhautverfärbung. Und wenn ich die jetzt aufschneide, tada, ist sie weiß. Also ganz andere Sorte. Und was natürlich bei der Sorte auffällt, das Kerngehäuse ist ein bisschen größer. Würde man jetzt auch wieder rausmachen. Und die ist zum Beispiel wesentlich milder von der Säure her. Geht schon wirklich mehr so in die Birnenrichtung. Und das ist eigentlich so die Hauptguave, die helle, die wo jetzt auch so in Säften reinkommt. Wenn ihr daheim mal ein Gelee oder einen Saft machen wollt und erhitzt den zum Einkochen, werdet ihr merken, das Fruchtfleisch verfärbt sich gerne ins Rötliche. Also es wird dunkler, aber nicht braun oder so, sondern es geht eher in Rottöne rein. Guave an sich ist eigentlich eine ganz gesunde Frucht. Du hast viel Vitamin C, Eisen, Magnesium, alles was man so braucht. Das Problem ist halt, bei uns im Handel habe ich jetzt ehrlicherweise außer auf dem Großmarkt noch nie reife Guaven gesehen. Finden wir sie in Deutschland meistens eben in Fertigprodukten. Und da ist es eben Konzentrat, Gelee, Nektar und Co. Aber wer sich dafür interessiert, wie schon gesagt, unheimlich tolle Anfängerfrucht für daheim, wenn man einen Wintergarten hat oder hat Überwinterungsmöglichkeiten, hell bei 10 Grad. Könnt ihr auch überall, gibt es mittlerweile Guaven zu kaufen, müsst ihr einfach bloß mal den Suchbegriff eingeben, kann ich euch als Anfängerpflanze bloß ans Herz legen. So, das war's von meiner Seite heute. Wenn ihr Fragen habt und so, gerne in die Kommentare reinschreiben, und damit ihr immer am Ball bleibt, immer dran denken, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und ich freue mich auf eure Fragen, Kommentare. Bis bald. Tschüss.